meine Lieben, heute zeige ich euch, was ihr alles vorher überprüfen solltet, bevor ihr zum TÜV fahrt. Und mit unserem Honda Jazz geht's auch weiter. Viel Spaß! So, im letzten Video habe ich doch einen Honda Jazz gekauft. Damit bin ich dann von Pankow hier rausgefahren in meine Halle. Und jetzt kommt's. Ich habe das Auto vor der Halle stehen lassen und wollte mir schnell was zu essen machen. Es hat keine 15 Minuten gedauert und es klingelte an der Tür. Und was soll ich euch sagen? Da stand ein Typ, der wollte den Honda für 2.800 Euro kaufen. Ich war völlig überrascht und fragte ihn verwundert, wie er darauf kommt. Da sagte er mir, dass er das Verkaufsschild am Auto gesehen hat und hat gleich geklingelt. Oh Mann, da war mir alles klar. Ich erklärte ihm dann, dass ich ja Autohändlerin bin und das Auto gerade selber gekauft habe und ich auch noch etwas dran verdienen muss. Lange Rede, kurzer Sinn, ich habe mich jetzt mit ihm geeinigt, dass er den Honda mit neuen TÜV für 3.500 Euro haben kann. Das ist ja für mich wirklich perfekt gelaufen. Wenn jetzt nichts Großartiges an dem Wagen dran ist, mache ich ein gutes und schnelles Geschäft. Na dann los, lasst uns den großen TÜV-Check machen. Fangen wir gleich hier vorne an bei den Scheinwerfern. Die Reflektoren dürfen nicht matt sein. Und das Glas darf nicht trüb oder vergilbt sein und auch keine Beschädigung haben. Hier sind beide okay. Funktionieren sollten die auch. Da prüfen wir gleich mal alle Lichter durch. Machen wir Standlicht. Geht. Abblendlicht. Geht. Fernlicht. Geht. Blinker links, geht. Blinker rechts, geht auch. Hier funktioniert schon mal alles. Jetzt machen wir hinten weiter. Hier sollte man auch die Rücklichter auf Beschädigung überprüfen. Hier sehen beide gut aus. Schauen wir mal, ob hier auch alle Lampen funktionieren. Licht an. Funktioniert. Hier müsst ihr darauf achten, dass auch die Nummernschildbeleuchtung geht. Okay. Jetzt Bremse, geht, Nebellampe, geht, Rückwärtsgang, geht, Blinker links, geht, Blinker rechts, geht. Super, wir bleiben gleich hier. Was der Prüfer auch immer sehen will, sind Warndreieck, Warnweste, und Verbandskasten, der darf auch nicht abgelaufen sein. Die haben meistens einen Aufkleber drauf, so wie hier. Und da steht dann, wie lange der verwendbar ist. In unserem Fall bis 11.2021. Jetzt machen wir die Motorhaube auf. Und dann geht es im Motorraum weiter. Hier kontrolliert ihr den Hauptbremszylinder auf Undichtigkeiten und ob noch genug Bremsflüssigkeit drin ist. Dass die Batterie richtig befestigt ist und der Pluspol abgedeckt ist. Dann prüft ihr noch Motor, Getriebe und Anbauteile auf Undichtigkeiten und Beschädigungen. Hier ist alles okay, dann kann die Klappe wieder zu. Hier geht's weiter. Da schaut ihr, ob die Pedalgummis nicht verschlissen sind. Und bei der Fußbremse darf der Pedalweg auch nicht zu lang sein. Bei der Handbremse, sofern die noch mechanisch ist, sollte nach dem dritten bis vierten Klacken anfangen zu ziehen. Passt. Das Lenkradschloss muss einrasten. Dann darf die Frontscheibe keine Risse oder Steinschläge im Sichtbereich haben. Die Scheibenwischer müssen funktionieren. Auch die Spritzdüsen überprüfen. Als nächstes sollte man die Leuchtweitenregulierung überprüfen. Da sieht man, dass die runter und hoch fahren. Funktioniert. Dann darf während der Fahrt keine Kontrolllampe leuchten. Wenn zum Beispiel die ABS- oder Airbag-Lampe oder so leuchtet, bekommt ihr keinen TÜV. Alle Lampen müssen aus sein. Und die Hupe muss funktionieren. Jetzt überprüft ihr noch alle Sicherheitsgurte im Fahrzeug. Die dürfen keine Risse haben oder ausgefranst sein. Bei den folgenden Checks macht sich eine Hebebühne am besten. Ich habe ihn Honda halb hochgehoben. So kann man am besten die Reifen prüfen auf Risse und Beschädigungen. Ob die Reifen
gleichmäßig abgefahren sind und eine Mindestprofiltiefe von 1,6 mm vorhanden ist. Hier sieht alles super aus. Dann sollte man die Feder überprüfen, ob die gebrochen ist. Ob der Stoßdämpfer nicht allzu stark verölt ist. Die Räder auf Freigängigkeit prüfen. Die müssen sich leicht drehen lassen. Hier ist alles in Ordnung. Wie sehen die Bremsscheiben aus? Die dürfen keine Brüche oder Risse haben. Sollten auch nicht zu sehr verschlissen sein oder zu tiefe Riefenbildung aufweisen. Haben die Bremsbeläge noch genug Belag drauf? Hier in unserem Fall ist alles wie neu. Das Radlager solltet ihr auch prüfen. Auf Spiel und Geräusche. Auch alles gut. Das gleiche checkt ihr bei den restlichen drei genauso. Der Wagen ist jetzt ganz oben. Da prüfen wir gleich die Bremsschläuche auf Beschädigungen und Risse. Ob die porös sind und die Anschlussstellen dicht. Hier sieht alles gut aus. Die Achsmanschette prüfen. Da darf kein Fett ausgetreten sein oder Risse haben. Die Koppelstange darf nicht ausgeschlagen sein und der Stabilisator muss richtig festsitzen. Als nächstes prüft ihr das Traggelenk, ob es ausgeschlagen ist. Und ob der Staubschutz verschlissen oder gerissen ist. Das hier sieht gut aus. Dann kontrolliert ihr die Querlenkerbuchsen, ob die ausgeschlagen oder rissig sind. Hier sind sie in Ordnung. Jetzt überprüft ihr noch den Spurstangenkopf auf Spiel. Ist okay. Und das alles, was wir hier auf der Seite überprüft haben, kontrolliert ihr auch auf der anderen Seite. Als nächstes schaut ihr, ob Motor und Getriebe kein Öl verlieren. Wenn es doch ein bisschen rausschwitzt, ist es noch okay. Aber wenn das Öl schon abtropft, gibt es keinen TÜV. Dann müsst ihr erstmal die Undichtigkeit beseitigen. Dann prüft ihr, ob das Lenkgetriebe dicht ist und die Lenkmanschetten auf beiden Seiten in Ordnung sind. Die Brems- und Spritleitungen von vorne bis nach hinten überprüfen. Auf Rost und Dichtigkeit. Ist der Auspuff dicht und überall richtig befestigt? Hier sieht's gut aus. Bei älteren Autos schaut euch immer alle Längs- und Querträger an, sowie die Schweller. Die dürfen nicht stark oder sogar durchgerostet sein. Hier hinten prüfen wir alle Bremsschläuche auf Beschädigungen und Risse. Ob die porös sind und die Anschlussstellen dicht. Hier sieht alles gut aus. Bei der Hinterachse überprüft ihr die Lagerbuchsen, ob die nicht zu stark porös sind oder sogar gerissen. Bei dem Fahrzeug haben wir das nicht, aber bei Fahrzeugen mit Einzelradaufhängung überprüft ihr noch den Stabilisator auf richtige Befestigung. Und die Koppelstangen sollten auch nicht ausgeschlagen sein. So, das war's von mir mit dem TÜV-Check. Ich habe bestimmt was vergessen in der Hektik. Falls euch noch aufgefallen ist, was man noch vom TÜV kontrollieren sollte, dann seid bitte so lieb und schreibt es mir in die Kommentare, damit nichts vergessen wird. Vielen Dank. Na dann ab zum TÜV. Holen wir uns die begehrte Plakette. So, jetzt sind wir da. Drückt mir den Daumen, dass alles klappt. Bis gleich. Super, TÜV haben wir. Jetzt wieder zurück zur Halle. Ich wollte euch unbedingt noch die Plakette zeigen.
aber bei der Dekra vorhin hat es noch ein bisschen geregnet und leider ist meine Kamera nicht wasserfest. Aber es hat aufgehört zu regnen und schaut mal. Tada! Na Mensch, das war ja mal ein schnelles Geschäft. Der war auch schon hier und hat den Honda abgeholt. Und dabei habe ich erfahren, dass er auch ein Händler ist und den auch weiterverkaufen will. Nur mir soll es egal sein. Die Kohle habe ich und wie viel genau, das schauen wir uns jetzt an. Honda Jazz gekauft für 1800 Euro. TÜV-Kosten Dekra 113 Euro. Verkauf für 3500 Euro. Das macht dann einen Gewinn von 1587 Euro. Super, in so kurzer Zeit, so kann es von mir aus weitergehen. So meine Lieben, das war's auch schon wieder für heute. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr mich immer noch nicht abonniert habt, auf den Abo-Button draufklicken. Also, bis zum nächsten Mal, eure Autohändlerin.